Dafür bin ich nicht ready. Die Babys kommen jetzt. Das ist der 17. Part meiner Okkult Baby Challenge und gerade bekamen wir eine schreckliche Nachricht. Livia wurde gerade angerufen, da ihr Vater Lenny verstorben ist. Und nun fühlt sich Livia unfassbar traurig. Einerseits, weil sie erfahren hat, dass sie schwanger ist und sich nicht bereit dafür fühlt, und andererseits eben wegen dem Verlust in der Familie. Im letzten Part haben wir ja erfahren, dass Livia schwanger ist. Und zwar ist sie diesmal von Jonas Collette schwanger, unserem Meermann. Und in diesem Part gehen wir deshalb zum Ultraschall. Und unsere Akira ist die erste der Familie, die heute aufgestanden ist. Auch sie fühlt sich sehr traurig, weil sie ihren Opa verloren hat, obwohl sie ihn in Wirklichkeit ja nie kennengelernt hat. Ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, dass sie ja eine halbe Werwölfin ist und eben übernatürliche Kräfte besitzt und das deshalb weiß. Außerdem hat sie einen lockeren Zahn. Sie sollte damit rechnen, ihn bald zu verlieren. Durch Wackeln am Zahn und Zähneputzen kann der Vorgang beschleunigt werden. Akira kann auch in den sauren Apfel beißen und den Zahn rausziehen. Nachdem sie aufgestanden ist, wird sie jetzt am besten auch einfach gleich mal ihre Zähne putzen. Möglicherweise können wir den Zahn ja dann gleich ziehen. Ich glaube, das habe ich noch gar nie getestet. Oh mein Gott, ist das eklig. Voll viel Saba. Sie hat ihn einfach rausgefetzt. Also so brutal war ich da nie. Akira hat ihren ersten losen Zahn verloren. Sie kann eine Weile warten, bis ein neuer Zahn erscheint oder fehlenden Zahn ersetzen wählen. Das ist ja sehr realistisch. Können wir jetzt nicht auch irgendwie die Zahnfee beschwören? Zahn unter Kissen legen und schlafen. Wieso können wir das auch beim Pferdestellplatz machen? Was passiert dann? Schläft sie jetzt wirklich am Pferdestellplatz? Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Wenn du Glück hast, findest du beim Aufwachen eine nette Überraschung der Zahnfee in deinem Inventar. Akira hat bereits einen Zahn für die Zahnfee hinterlassen. Aber hier können wir natürlich nicht schlafen. Okay, ich glaube, ich hab's verkackt. Mal wieder. Akira wird jetzt gleich mal ihr Pferd aufwecken und sich ein wenig darum kümmern. Sie wird ihm einen Witz erzählen, dann wird sie mit ihm reden und einmal mit der Flasche füttern. Oh, ich finde das so süß. Ivo steht einfach daneben und sieht dabei zu. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass Ivo ja schon immer Tiere geliebt hat. Und natürlich dürfen wir auf keinen Fall vergessen, unserer Selina einen neuen Namen zu geben. Ich nenne sie Neoma. Neoma bedeutet nämlich Neumond und passt deshalb natürlich perfekt zu unserem kleinen Wolfsmädchen. Ist es schon wieder wer verstorben? Hallo Livia, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Sirius von uns gegangen ist. Es tut mir leid, dass du dein geliebtes Haustier verloren hast. War Sirius die Katze? Wie konnte ich Sirius vergessen? Sirius? Ja, Sirius war Emmas Katze. Das war doch die Katze, die Livia und Rose aus Brindleton Bay gerettet haben. Arme Emma, jetzt hat sie erst Gabriel verloren und jetzt auch noch ihre Katze. Livia wird sich jetzt ein wenig um den Haushalt kümmern und dann natürlich auch für die ganze Familie Frühstück zubereiten. Sie wird eine Familiengröße Pfannkuchen zubereiten, denn auch wenn ihr Vater verstorben ist, eigentlich wissen ihre Kinder davon auch nichts. Ruby scheint davon auch wirklich nichts mitzubekommen, nur Akira, die ist eben traurig. Was? Es scheint, dass Livia eine kryptische Schwangerschaft hatte. Sie hat jetzt festgestellt, dass sie schwanger ist. Die Schwangerschaft ist weiter fortgeschritten als der übliche Punkt, an dem ein Sim herausfindet, dass er schwanger ist. Heißt das, die Babys kommen schneller? Oh mein Gott, ja. Die Entbindung ist einfach schon ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Sie bekommt morgen ihr Baby. Livia ist gerade zum Ultraschall verschwunden und Ivo hat beschlossen, dass Stricken sein Ding ist. Und wenn Ivo gerne strickt, werden wir ihm jetzt einen Strickkorb kaufen. Und dann kann er natürlich gerne stricken. Alles für unseren Ivo. Er wird sich jetzt hier aufs Sofa setzen und kann einfach mal eine orange Tigermütze stricken. Die könnte er dann entweder Ruby oder Akira schenken. Das wäre so süß. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, ob Livia einen Jungen oder ein Mädchen bekommt. Also ich glaube, es wird wieder ein Mädchen. Und Livia ist wieder da und sie hat die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Ich bin schon so gespannt, was es wird. Ich hänge es gleich mal hier an die Wand.
Das sind doch zwei Babys. No way. Wir bekommen Zwillinge. Es werden zwei Mädchen. Ich hab's euch gesagt. In dieser Familie überwiegen einfach die Mädchen. Und weil wir heute Silvester haben und weil Livia Zwillinge bekommt, wird sie jetzt gleich mal ein Festmahl zubereiten. Und zwar machen wir einen Tofu-Truthahn. Und dann hätte ich noch gern irgendeine leckere Nachspeise für die ganze Familie. Wir könnten einen Apfelkuchen machen. Fruchtpastete. Wir machen einfach einen Himbeerkuchen. Außerdem hätte ich gerne, dass jeder unserer Sims sich einen Vorsatz fasst. Unser Ivo. Der soll eine Fähigkeit verbessern. Immerhin möchte er sehr gerne stricken lernen und das passt da perfekt dazu. Bei Livia könnte ich mir vorstellen, dass sie gerne fit werden würde. Aber nicht, weil sie abnehmen möchte oder irgendwas in die Richtung, sondern einfach, weil sie sich ja auf den Kampf gegen die Vampire vorbereiten muss. Und da muss sie natürlich möglichst stark sein. Bei ihr denke ich, sie möchte besser in der Schule werden, aber nicht nur von den Noten her, sondern auch, dass sie endlich Freunde finden will. Und bei Akira nehmen wir einen Bestreben-Meilenstein abschließen. Dazu müssen wir an Pyjama-Party teilnehmen und Level 3 der Sozialfähigkeit erreichen. Das ist ja wirklich einfach. Ivo wurde gerade von einem unbekannten Anrufer kontaktiert. Ich habe gesehen, was du letzte Woche getan hast. Ich war da. Ich habe alles gesehen. Du steckst echt in Schwierigkeiten, Junge. Und natürlich könnte es sein, dass es ein Scherzanruf ist, aber wie wir alle wissen, ist die Familie letzte Woche aus Brindleton Bay geflohen und hier nach Chestnut Ridge gekommen. Und es könnte natürlich sein, dass das eine Warnung ist, dass die bösen Vampire Bescheid wissen. Ivo ist jetzt natürlich total erschrocken und wird einfach auflegen. Bei Ruby merkt man wirklich, dass sie alles versucht, um sich wieder ihrer Mutter anzunähern. Während Livia hier gekocht hat, ist sie wirklich dreimal in die Küche gekommen und hat immer wieder versucht, mit ihr zu sprechen. Aber Livia ist ihrer Tochter natürlich nicht wirklich böse. Sie war einfach nur komplett enttäuscht und hat einfach nicht verstanden, wieso sie nicht erst zu ihr gekommen ist und sich einfach hinter ihrem Rücken mit ihrem Vater treffen wollte. Nun wird sie es jetzt einfach nach der Schule fragen und von ihren Vorsätzen erzählen, einfach versuchen, ein paar oberflächliche Gesprächsthemen anzufangen, damit sie eben nicht darüber sprechen muss, was sie wirklich beschäftigt. Und nun haben wir 20 Uhr, Livia wird die ganze Familie einmal zum Festmahl rufen, denn immerhin soll die Familie heute einen wunderschönen Tag miteinander verbringen. Während Livia und ihre Töchter den Tofu-Truthahn gegessen haben, ist Ivo schon beim zweiten Stück Kuchen. Den Hauptgang hat er einfach übersprungen. Und nun wird sich die gesamte Familie gemeinsam hier unten den Countdown bis Mitternacht ansehen. Livia ist unfassbar müde und freut sich tatsächlich nicht sonderlich drüber. Kann ich verstehen. Immerhin ist sie hochschwanger und hat gerade andere Sorgen. Und das ist also der berüchtigte Countdown bis Mitternacht. Yay, es ist Mitternacht und jetzt interessiert sich niemand mehr dafür. Alle hauen ab. Oh, aber sie umarmen sich jetzt und sie freuen sich voll. Ist das niedlich? Aber jetzt ist es wirklich spät, meine Lieben, und ihr müsst alle dringend ins Bett. Akira ist gerade aufgestanden. Es wurde ein fairer Handel abgeschlossen. Sei nicht allzu schockiert, du bekommst bald ein Upgrade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gerade 79 Simoleons dafür bekommen hat. Das ist wirklich gut. Hat irgendwer von euch als Kind eigentlich auch an die Zahnfee geglaubt? Oder ist das mehr so ein amerikanisches Ding? Bevor Akira irgendwas anderes macht, muss sie sich natürlich um ihr Pferd kümmern. Der kleinen Neoma geht's nämlich tatsächlich nicht so gut. Sie wird einmal hingehen und mit ihr sprechen. Dann wird sie ihr einmal den Hals massieren. Dann füttert sie sie jetzt noch mit der Flasche, wird versuchen, sie ein wenig aufzumuntern. Und eigentlich müsste sie sie auch putzen, aber anscheinend können das Kinder nicht. Dann ist da also doch etwas, bei das ihr Onkel Ivo helfen muss. Damit es dann keine Probleme gibt, wenn die Wehen einsetzen, habe ich hier jetzt gleich mal zwei Korbwiegen platziert, denn ich denke, es müsste sehr, sehr bald soweit sein. Dafür bin ich nicht ready. Die Babys kommen jetzt. Schnell, Livia, geh rauf zu den Korbwiegen und bekomme dein Baby. Livia hat bald 4 Töchter. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen. Zum Glück habe ich euch schon im letzten Part nach Namensvorschlägen gefragt und ich habe mich bei dem ersten Baby für den Namen Lila entschieden.
Das bedeutet nämlich der blaue Edelstein. Danke für den Vorschlag. Und blau finde ich deshalb so toll, weil erstens passt es super zum Meerjungfrauen-Dasein. Und wie wir wissen, der Vater der Zwillinge ist ja ein Meermann. Und außerdem war Livias Farbe als Kind ja auch blau. Der zweite Name, für den ich mich entschieden habe, der wird euch jetzt ein wenig überraschen. Und zwar ist er Snow. Ich habe nämlich eine Idee für die nächste Generation und dafür brauche ich natürlich eure Meinung. Ich wollte schon immer eine Challenge mit Zwillingen spielen, wo es eben einen guten und einen bösen Zwilling gibt. Und was da perfekt passen würde, wäre eine Disney-Geschichte, dass wir gleichzeitig mit der Prinzessin und mit dem Bösewicht spielen, also mit Schneewittchen und der bösen Königin. Wir würden beide Geschichten parallel erzählen und müssten uns dann eben irgendwann entscheiden, mit wem wir weiterspielen werden. Schreibt mir eure Meinungen und Ideen dazu wirklich gern in die Kommentare. Und für unser zweites Mädchen habe ich vorerst nur den ersten Vorname. Und zwar Gemma. Gemma bedeutet Edelstein und außerdem steckt einfach Emma in ihrem Namen. Und da brauche ich von euch natürlich auch Vorschläge für den zweiten Vornamen. Es sollte irgendein cooler weiblicher Bösewicht aus Film und Fernsehen sein. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Meerjungfrau sein, aber das wäre natürlich super. Und hier haben wir unsere beiden Babys. Nila und Gemma.